other day. Hallo YouTuber und recht herzlich willkommen bei eurem Schnacker und willkommen zurück zu einem neuen weihnachtlichen Schnacker-Video. Und heute gebe ich den Gewinner für die 15 Euro Netflix-Codecard bekannt. Ich wollte das Ganze ja schon vorgestern veröffentlichen, aber ich habe es voll verpennt an Weihnachten. Die ganze Zeit immer mit der Familie unterwegs und alles Geschenke und bla bla bla. Da ging YouTube für mich so ein bisschen unter, also die Sache mit der Netflix-Karte zumindest. Und deswegen habe ich das einfach mal so, vergessen. Und deswegen gebe ich einfach heute schon mal den Gewinner bekannt. Ich habe noch gar keine Netflix-Karte gekauft. Da muss ich Montag erstmal hin, aber ich wollte hier heute erstmal den Gewinner bekannt geben, damit ihr Bescheid wisst, dass ich das nicht vergessen habe. Und am Montag, am 28.12. kriegt der Gewinner dann seine Netflix-Code-Karte, also sein Netflix-Code dann zugeschickt von mir per E-Mail. Ja, per E-Mail machen wir das Ganze. Und bevor ich hier noch weiter drumherum schnack, wünsche ich euch erstmal nochmal frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten an alle. Und gewonnen hat, es waren 54 Aufrufe, es waren 11 Likes auf das Video. Und gewonnen hat Project Martin. Ich lese mal vor, was er geschrieben hat. Ich hätte so gerne dieses Netflix-Guthaben. Wollte schon immer mal Netflix testen für The Big Bang Theory und House of Cards. House of Cards, erster Pluspunkt bei mir. Hab's aber noch nie gemacht, weil ich das mit den Bezahlmöglichkeiten nicht wusste. Ich wollte nämlich auf keinen Fall Kreditkarte oder sowas machen. Zweiter Pluspunkt bei mir, das will ich nämlich auch niemals machen. Und wäre echt super, wenn ich das gewinnen würde. Dann hätte ich die ganzen Weihnachtsferien Zeit, Netflix zu suchten, hätte dann Netflix so richtig ausgenutzt. Dritter Pluspunkt, ging mir früher in der Schulzeit genauso. Ich wollte in der freien Zeit so viele Dinge wie möglich einfach machen und ausnutzen. Und wenn nicht, muss ich mir wohl über übel selber Guthaben kaufen. PS, ich wünsche mir für nächstes Jahr, dass ich endlich Latein abwählen kann. Bams, vierter Pluspunkt. Mein Freund, du hast die 15 Euro Netflix-Guthabenkarte gewonnen. Ich schicke sie dir zu am Montag per E-Mail. Wäre cool, wenn du mir deine E-Mail nochmal schreibst in der Zeit. Und ja, viel Spaß mit deinem Netflix-Guthaben. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen zweiten Weihnachtsfeiertag. Und ich sage Servus und Tschüss, bis dann. Euer Schnacker.